Wörthersee im Parks, da war ein Ferrari-Treffen, bitte. Ich bin BMW-Fahrer, ich bin ein armer Mensch zum Vergleich zu den Ferrari-Fahrern. Und da ist mir so einer in der Lederhosen entgegengekommen und ich habe mir gedacht, oh, hey, da ist aus dem Steuer einer jetzt im Hotel herin. Und dann sagt er plötzlich, ich bin der Chef da vom Haus, grüße Herr Lugner. Und sage ich, wer sind Sie? Und sagt er, ich bin der Thomas Bayer, das sollten Sie eigentlich wissen. Der hat uns dann mit dem Motorboot eingeladen und hat uns was vormusiziert. Und dann gab es ein Promi-Fußball-Match im Wiener Raum und da habe ich mit einer wunderschönen Frau geplaudert. Da hat meine Frau gesagt, du geh weg von der, weil schöne Frauen sind dumm, mit denen solltest du nicht reden. Da habe ich natürlich meiner Frau gefolgt, aber sie hat mir aber dann noch kurz vorher erzählt, dass sie Volksmusikantin ist und Eva Maria heißt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass sie gescheit ist und dass gescheite Frauen auch schön sein können. Das ist etwas, was ich glaube, aber meine Frau glaubt nicht dran. Naja, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie privat, geschäftlich und in allen Bereichen harmonieren, wie sich's für ein Ehepaar gehört, und dass die trüben Wolken, die so im Osten von Bayern aufziehen, dass die nicht gibt bei ihm. Alles Gute wünsche. Ich danke dir für die wunderbare Einladung. Und ich weiß, dass unsere Freundschaft ewig hält, weil sie auf einem guten Fundament aufgebaut worden ist. Du weißt, wir können immer wahnsinnig toll miteinander schwätzen. Wir können miteinander lachen. Wir können vor allem miteinander pflegen. Wir können miteinander blöd tun. Wir sind zwar nicht immer gleicher Meinung, aber wir respektieren uns. Und ja, darum weiß ich einfach, dass das Fundament stimmt. Und ich freue mich miteinander, dass wir alt werden. Und dir, lieber Thomas, möchte ich noch gratulieren, weil ich weiß, es ist nicht leicht. Du hast dich da in eine Frau verliebt und hast gemeint, du hast sie ganz alleine. Und dann plötzlich zaubert sie aus dem Hut eine Freundin raus. Ja, aber ich muss dir ein Kompliment machen. Du hast die Sache gut gemacht. Du hast mich herzlich aufgenommen. Und ja, also ich weiß, du freust dich jetzt mal. Herzlich willkommen und das freut mich. Und ich wünsche von ganzem Herzen eine wunderbare Zukunft. Machen's gut und alles Gute. Ja, Männer sind wie Schokolade und zum Vernaschen nicht so schade. Am besten schmeckt sie, wenn du sie von Herzen liebst. Der Vorrat reicht, solange du frage ich dich, Thomas Berger, hast du die feste Absicht, der hier Anwesenden, Eva Maria Feuerstein, die Ehen zu gehen, so sprich, ja. Ja. Frage dich, Eva Maria Feuerstein, hast du die feste Absicht,
mit dem wir anwesenden Thomas Berger klären zu gehen, zu sprechen. Ja. Ich erkläre ihm und hiermit, dass ihr rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Schau, das Glück ist wie ein kleines Kind. Jede Stunde ist ein Geschenk von der Zeit. Da tanze die Leid und heut streiten wegen nix um ein Teufel auf der Welt. Aber mit zwei sind ein wunderbares Gespann. Wir fahren schon so lang mit einem Wohl. Das liegt mir schon so lang am Herzen. Jetzt muss ich das heut einmal so. Wenn ich noch einmal kann, da die dich wieder froh, vielleicht kannst du mir wieder dein Hand an. Wenn ich noch einmal kann, da die dir wieder so, mein Traum in einem schneeweißen Quand. Wenn ich noch einmal kann, dann mal die wieder die, denn du bist das Glück meiner Zeit. Wenn ich noch einmal kann, kann ich wieder mit dir. Gemeinsam durch Freude und durch Leid. Ah, für uns zwei, lang nicht immer nur, die Sonne scheint. Ah, das Leben hat uns schon auch die Schattenseiten gezeigt. Aber du warst immer wieder gescheiter als wir ich und hast alles ins rechte Lot gebracht. Und für das sag ich dir heute mal, gell's Gott ausmal. Jeder kennt all das uralte Spiel, wo der Katz und der winzigen Maus. Weil ich das noch einmal gern sagen will, steh Lieder auf Liemann. Thank you.
Maria kenne jetzt schon 25 Jahre. Und sie hat es in den ganzen Jahren geschafft, ihre Natürlichkeit, ihre Wärme zu bewahren, was für mich faszinierend ist bei dem Business. Und ja, beim Thomas tut mir das schwerer, den kenne ich zu wenig, aber er hat es immerhin geschafft, mein distanziertes Verhältnis zur Volksmusik etwas aufzubessern, und das ist eine große Leistung. Thank you.
Maria, nimm diesen Ring, das Zeichen meiner Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thomas, nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thank you.
Thank you.
auf dich, mit dir die schönen Stunden. Was verbindet man mit dem Namen? Also, zuerst fällt mir ein, ehrlich, aufrecht. Er sagt immer das, was er denkt, der Thomas. Die Eva Maria, die hat so eine gute Seele. Sie macht sich sehr, sehr viel Gedanken über das ganze Leben. Dann fällt mir ein, sehr, sehr viel Arbeit. Ganz groß geschrieben ist die Familie, die Kinder, die Verwandtschaft, die Freunde. Und die Mama von Thomas hat er wahnsinnig gern, das weiß ich nämlich. Und ja, man fühlt sich wohl. Er gibt einem Geborgenheit. Und die Eva Maria und Thomas Berger, die zwei passen einfach zusammen. Sie haben sich gefunden, gesucht, gefunden. Das passt. Doch eins möchte ich dir sagen, bring keine Schätze mit. Allein, dass du bei mir bist, empfinde ich als Glück. Es müssen keine Rosen sein, wenn du mir etwas schenkst. Dein Lächeln, auch ein Bild von dir, ist mehr, als du dir denkst. Es müssen keine Rosen sein, nicht Gold. Die Hochzeit. Ja, sehr schön. Es kann das zweite Leben auch schön werden. Schreien Petrus, jetzt ist da, wenn du warst. Ja, sowas
sind die Musikanten aus dem Zillertal. Schöne Zillertal, schöne Zillertal. Und die Englern schreien alle bitte noch einmal. Ja, sowas gibt es nur im Zillertal. Superhit ist heiß und ist begehrt, doch ewig klingt die Volksmusik zwar glatt und so verkehrt. Im Orient als Fatima für König oder Scheich, der Anton der war Gumpata und klopft die Trommel weich. Doch wird mal auf dem Mond droben ein Festchen arrangiert, was glauben Sie, wer da musiziert? Ja, das sind die Musikanten aus dem Zillertal, schönen Zillertal, schönen Zillertal. Und die Engel schreien gegen uns, jetzt ist da wunderbar. Ja, sowas gibt es nur im Zillertal. Ja, das klingt die Musikanten aus dem Zillertal. Schöne Zillertal, schöne Zillertal. Und die Engel schreien alle bitte noch einmal. Ja, sowas gibt es nur im Zillertal. Wie ich es kennengelernt habe, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie durch mich zusammengekommen sind. Und das soll ja auch nicht das Schlechteste sein. Nein, es war es vor 6, 7 Jahren war das. Wir waren auf Tournee und ja, da ist irgendwie passiert. Wie halt so manches passiert. Meine Damen und Herren, liebe Familie, liebe Verwandte, liebe Freunde, liebe Musikkollegen, liebe Trauzeugen, Basti, Carmen, liebe Freunde, wir freuen uns ganz besonders und möchten euch heute von ganzem Herzen willkommen heißen bei unserer Hochzeit. Wir freuen uns unwahrscheinlich, wir haben ein paar ganz, ganz tolle, unvergessliche Stunden erlebt und wir möchten schon mittendrin einmal ganz herzlich dafür Dankeschön sagen. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid und wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen heutigen Tag feiern dürfen. Dankeschön, wunderschönen Nachmittag und tolle Hochzeitsfeier wünsche ich euch. Aber ich muss einfach jetzt erzählen, warum dass wir heute überhaupt da sind. Es sitzt ein Mann unter uns, den Sie alle kennen. Das ist der Karl Moik und es war 1900, Frau Schäfin, wann war das? 1998. Und ich war noch ein junger Bub, könnt ihr euch ausrechnen, ne? Auf alle Fälle war ich noch schlanker. Und da hat der Karl Moik einen Mann ausgesucht, der Thomas Berger heißt, der die Tournee Karl Moik, eine Stadeltournee, organisieren durfte. Und auf das war ich ganz wahnsinnig stolz. Wir sind im Büro gesetzt, oben im ersten Stock. Und da haben wir so mit seinem Manager, damals mit Herrn Händel, hat der geheißen, ich habe zu ihm Geflügel gesagt, dann hat der Karl aber so lachen müssen, dass wir schon gar nicht mehr verhandeln haben können. Und dann ist es um die Frage gegangen, welche Künstler nehmen wir mit? Erste Frage, Zellbergbuben, Franz Lang, Lindner und so weiter. Einen nach den anderen. Aber eine Dame ist uns noch angegangen. Da hat der Karl gesagt, der hat eine beim Grand Prix, war ganz vorne dabei. Eine super Frau aus Vorarlberg. Sag ich, zeig mir das Foto, ich schaue das Foto und sage, die muss mit, die braucht man. 8 Tage später, Robertihof, Treppe rauf, geht eine junge Dame herauf, die Eva Maria. Und ich habe sie gesehen und ich sage heute ganz öffentlich, ich habe gewusst, jetzt musst du aufpassen, jetzt wird es gefährlich. Die Liebe ist nicht nur ein Wort, sie ist das Wichtigste im Leben. Ich habe ja zu dir gesagt, weil ich mich entschieden habe,
Ich weiß, du hast mir nur bis heute nicht nur den Sonnenschein gegeben, doch ich habe nie bis heute keinen Augenblick bereut. Ja, ich würde es immer wieder tun. Niemand auf der Welt ist so wie du. Niemand gibt mir das, was du mir gibst. Niemand liebt, wie du mich liebst. Du weißt, was ich fühle und was ich träum. Es ist schön, bei dir zu sein. Ja, ich würde es immer wieder tun. Nur mit dir allein. Ja, ich würde es immer wieder tun. Nur mit dir allein. Ich weiß noch, Sie haben sich kennengelernt, also ganz genau weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall einen Auftritt zusammen mit Eva Maria und mir. Da weiß ich noch, da waren wir auf der Bühne. Da war ich mit meinem Programm fertig und dann kam die Eva Maria auf die Bühne und dann kam der Thomas noch als Überraschung und hat sie auf der Bühne um 360 Grad gedreht. Damals hatte sie einen Dirndl an und da kann man sich ja vorstellen, was man alles so gesehen hat. Und sie war natürlich sehr, sehr überrascht, war hochrot und das war so eine tolle Geschichte. Damals habe ich schon gesehen, ich glaube, da wird was draus. Auf geht's, packen wir's, klatschen wir, da zieht er dann Hochzeitsmarsch. Also, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche euch viel Glück, vor allen Dingen auch viel Gesundheit und dass ihr vor allen Dingen so viel Kraft habt. Ich bin jetzt 41 Jahre verheiratet, ich weiß, was ich sage, dass ihr so viel Kraft habt, dass ihr auch Stürme, die ganz einfach kommen, denn wenn man nicht streitet, kann man auch nichts bereinigen, dass ihr das übersteht, dass ihr nicht gleich alles wegwerft und sagt, okay, das ist nichts. Nein, durchstehen. Es kommen auch Tage, wo die Sonne wieder scheint und
So ist es halt. Gell? Habt ihr die Braut gesehen? Bier trinken, so viel wie das lässt man nichts. Nur beim, und da habe ich mein unersättliches Spatzerl gewünscht und da hat es mich falsch verstanden. Jetzt mal Wasser. Erster Zwilling. Was ist da? Wo bist denn du? Ja, auf, du hörst, der da zwingt uns da herzugehen. Du bist so. Du bist so. Was ich gehört habe. Du vermittelst saubere Sachen. Eine Stunde kannst du dahin. Bleib sitzen. Mein Gott, jetzt geht die Schmuse gar nicht schon wieder. Mein Gott, nein. Was hast du denn da gefunden? So mancher droppt der Hosen aus ganz feinen Stoff und steht voraus ein Auge, sein Horak er hallo. Jo, ganz ehrlich, mir ist es ganz egal, weil so Lederhosen ist einfach genial. Die trockenen Lederhosen, meine Lederhosen, das ist mein Kleid. Doch kann man nichts mehr ruinieren, egal was auch passiert. Die musst du niemals bügeln, ein Blech, den Stern. Drum trag ich mein Lederhosen, weil für mein Leben gern. Drum trag ich mein Lederhosen, weil für mein Leben gern. Ich kauf mir keine Hosen am Karl-Lagerfeld. Anderen dazu hab ich kein Geld. Ich brauch kein Modezeitschrift und keine Modenschau. Mein allerliebste Hosen, die kennt ihr ganz genau. Die drunter Lederhosen, meine Lederhosen, das ist mein Kleid. Doch kann man nix mehr ruinieren, egal was auch passiert. Die musst du niemals bügeln, ein Fleck, der tut nicht stören. Drum trag ich mein Lederhosen, heut für mein Leben gern. Drum trag ich mein Lederhosen, heut für mein Leben gern. Ich trag nur Lederhosen, mein Lederhosen, das ist mein Freund. Da kann man nix mehr ruinieren, egal was auch passiert. Die musst du niemals bügeln, ein Fleck, der tut nicht stören. Drum trag ich mein Lederhosen, heut für mein Leben gern. Drum trag ich mein Lederhosen, heut für mein Leben gern. Ich wünsche der Eva Maria und Thomas Berger, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben, dass sie ganz viel Freude haben werden, dass sie gesund bleiben, dass sie ihre Kinder immer wieder in den Arm nehmen und sagen, hey, ich habe euch ganz toll lieb. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Ja, hallo und schönen guten Abend auch unsererseits, die Ladina. Wir machen gleich los mit Musik, Musik aus unserer Heimat. Und das ist ein Lied, das erklärt ein bisschen unsere Herkunft. Wir kommen aus Südtirol, die Ladina, das ist ein kleines Volk, eine kleine Minderheit in Südtirol und da haben wir nicht nur eigene Kulturen, sondern eine ganz eigene Sprache. Und das Lied erzählt ein bisschen über unsere Sprache, die Sprache der Ladina. Es liegt ein kleines Südtirol, noch Stammballeda. Und rang von Bergen wundervoll, dein Körper ist durch den Dörren, wo du näher da.
Ja, diese Sprache, die man spricht, sie heißt Latinisch. Dort in Latinien überall spricht man sie in jedem Tal. Was heißt Bundi, sag mir dies? Ja, guten Tag nennt man das. Was heißt der Graf, sag mir dies? Der Thomas ist von Haus aus ein Überhektiker und ist natürlich sehr schwer am Boden zu halten, weil er halt einfach in ihm selber so viel Kraft drinnen steckt und das spielt sich im Musikalischen ab, aber das spielt sich auch in seinem täglichen Geschäftsleben ab und das ist eigentlich die Sensation bei den beiden, weil die Eva Maria ist wieder umgekehrt eine sehr ruhige und sehr ausgeglichene und eine sehr charmante Dame und ich bewundere sie, dass sie ihn doch immer wieder bändigen kann und der Thomas in dem Fall von ihr scheinbar auch zu bändigen ist. Was heißt Jobbon, sag mir dies? Es schmeckt so gut, nennt man das. Ein kleines Kind lernt so einfach jede Sprache. Von seiner Mutter hat es sie oft gehört. Naja, ich wünsche den beiden, der Eva Maria und den Thomas, von Herzen, Herzen alles, alles Gute, dass sie sich wirklich auch für die Zukunft gut verstehen und dass sie viel miteinander machen können und vor allen Dingen, dass ihnen beiden und vor allen Dingen dem Thomas die Gesundheit erhalten bleibt, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was er braucht. Das andere, glaube ich, ist von Haus aus gut geregelt. Sie heißt Latinisch, doch in Latinien überall spricht man sie in jedem Tal. Doch in Latinien überall spricht man sie in jedem Tal. Ich habe eine Triologie aus dem Chiemsee, das heißt frische Krebse, frische Seelachsforelle und Reugerforelle. Die Krebse wurde in Sülzenform gemacht. Dazu ein Artischock- und Parmaschinkenkrustini. Die Suppe war eine Rinderkonsumé Prinz Leopold. Das ist eine Traditionssuppe in Bayern, also doppelt gekochte Rindsuppe mit drei verschiedenen Nockerl als Einlage. Die Hauptspeise war Rinderfilet mit frischen Steinpilzen überbacken. Dazu Kartoffelgratin und Gemüsebouquet. Das ist Frischgemüse auf Melanzani oder Auberginen. Und als Dessert haben wir, wie ich da in der Hand habe, hausgemachte Schokoladenmousse, Mascarino oder Mascarpone-Mousse mit Marzipan, auf Himbeer, Aprikosenspiegel mit Anisscharten, die auch hausgemacht sind, und Beerenfrüchte. So, wir wünschen guten Appetit. Das ist ein reiner Geschäftsmann. Ja. So wie denn der Thomas. Man muss ihn bewundern irgendwie. Dem fällt immer wieder was ein. Wenn es geschäftlich einmal schlecht geht, dann haut er wieder was raus. Dann geht es einfach wieder. Irgendwie hält er selber über Wasser. Ja. Er ist da ein Talent. Er hat ein Talent für dieses,
das Geschäftliche, ich weiß nicht. Was schenkt ein Musikant einer Sängerin und einem Sänger? Den Hochzeitsjodler. Eigens für euch zwei, liebe Eva Maria und lieber Thomas, gemacht. Und ich wünsche euch viel, viel Glück auf eurem gemeinsamen Lebensweg durch die Zeit, durch die Stürme, unter dem Sonnenschein. Haltet zusammen und freue mich, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen können und Menschen erfreuen, ob hier, dort oder da. Im Kirchenzug, Maria, wo das ganze Jahr die Rosen blühen, hat sich so manches Liebespaar des Jahrbad für allein gehen. Und öffnest du die kleine Tür, zum Glück zu zweit bei Kerzenschein, dann stimmt der ganze Engelchor den Hochzeitsjodler ein. Die Jodlerin, geh mit mir durch Feucht und Leid. Die Jodlerin, bis zum Tag der Jodlerin, was auch kommt und was geschieht, nimm mich fest in deinen Arm und sag, ich kann dich lieben. Zum Glück ist es ein weiter Weg. Nicht immer findet man's rechte Maß. Dort wo ein Bach ist auch ein Steg. Und manchmal werden die Füßeln nass. Doch immer tut der Himmel auf und führt an jeden bis ans Ziel. Der Herrgott oben in seinem Haus, der weiß schon, was er will. Die Jodlerin, geh mit mir, du Freud und Leid. Die zum Tag der Ewigkeit, die Jodlerin, was auch kommt und was geschieht, du nimm mich fest in deinen Arm und sag, Uraufführung.
Songs und Thomas stimmen mich ganz besonders gut. Thomas und Eva Maria, wir wünschen euch das Beste. Ich wünsche euch viel Glück und alles, was euch wünscht. Nette Woche, ich bin jetzt heute schon beim Schluss bei der Hochzeit. Ich bin jetzt auf dem Weg home. Ich wünsche euch eine schöne Hochzeitsnacht. Viertel bis zum nächsten Mal. Servus.